Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe sehr gut geschlafen, bin früh aufgestanden, habe schon ein bisschen Haushalt gemacht, habe den Morgenkreis gerichtet und jetzt gehen wir auf kleine Einkaufstour. Ich habe gerade schon mit den Andres telefoniert. Die Armen, hey, die stehen in strömendem Regen an einem See in Italien und ich habe mir noch so Mühe gegeben, einen schönen Campingplatz für die zu suchen, direkt am See, total schnuggelig, aber ja. André hat gesagt, der Campingplatz ist gut, aber das Wetter ist furchtbar und die Straßen dahin waren unfassbar eng. Die mussten sogar ein, zwei Mal den Wohnwagen abhängen, also richtig heftigen Stress. André hat gesagt, der war durch, als er angekommen ist. Aber dann haben sie noch gekocht und Bierchen getrunken und so und nicht in Netflix geschaut. Also ich glaube, sie hatten dann trotzdem noch einen schönen Abend, aber eine schlechte Nacht, weil es so laut geregnet hat, dass sie nicht pennen konnten. Werden sie euch wahrscheinlich alles erzählen. Genau, wir gehen jetzt auf Einkaufstour. Ich brauche eine Regenjacke für Liana. Ich brauche Sandalen. Wir brauchen eine Sitzerhöhung für Lianchen, weil André jetzt die von Sardinien mitgenommen hat, nach Sardinien mitgenommen hat. Was brauche ich noch? Eine kleine Flugzeugbeschäftigung habe ich ihnen versprochen, dass sie sich was aussuchen dürfen. Und ein Geschenk für die Babyparty, weil meine Freundin hat am Samstag, glaube ich, ist es. Ja, am Samstag noch ihre Babyparty. Da werden wir Gott sei Dank noch dabei sein. Und dafür brauchen wir auch noch ein Geschenk. Ja, wir gehen jetzt los. So, wir haben zwei Kindersitze, zwei neue, weil für den Touareg haben wir ja jetzt die nach Sardinien mitgegeben. Und jetzt machen wir die in den Tesla. Genau, dann brauchen wir nämlich auch bei den zwei Autos nicht immer hin und her tauschen, sondern die haben immer ihre Kindersitze dann in den Autos drin. Jetzt suchen wir neutrale Babykleidung, weil wir wissen ja noch nicht, was es... Ja, das ist eher ein Mädchen. Wir wissen noch nicht, was es wird. Auf der Babyparty wird sie es rausfinden. Wir hoffen ein Mädchen, weil sie schon zwei Jungs hat, aber wir freuen uns aber auch über einen dritten Jungen, stimmt's? Das ist auch süß. Aber ich will, glaube ich, ein bisschen... Größer? Nee, das ist schön neutral, aber größer, weil alle schenken immer die kleinen Größen. Schau mal, sowas finde ich auch gut. Ich will nämlich was, wo unten offen ist, weil bei euch war das immer das Beste. Warte mal, was hat das für eine Größe? Das ist aber auch klein. Nein, das ist Mini, das ist 50. Ich glaube auch, dass die Sarah ein großes Baby bekommt. Echt, wie du? Weiß nicht, Julius war auch groß. Und 50 ist für ganz, ganz Kleine. Und Sarah ist ja auch keine kleine Frau und Danny ist auch ein großer Mann. Das ist gut. Das ist gut. Oh, 40 Euro, krass. Aber das ist halt Bio-Baumwolle, ne? Ist auch ein richtig gutes. Was gibt es da oben? Schüchen und aber Mützchen. Zwilling hat sie ganz sicher nicht. Nee. Oh Gott, ich liebe das. Musselin, das ist auch richtig toll vom Stoff her. Ich weiß gar nicht, wann das Baby auf die Welt kommt. Ich glaube im Oktober oder so. Das heißt, es ist auch kalt draußen. Aber hier könnte man auch was drunter ziehen. Das ist zu klein, Schatz, ja. Habe ich noch nie gesehen. Baby Pancakes, Backmischung. Und glutenfrei und zuckerfrei für breifreie Babys. So, wir haben schöne Sachen gefunden für die Babyparty. Schaut mal, die Teile haben die Kinder auch geliebt im Mund. Und was ganz Neutrales, neutrales Giraffen. Höschen, da können Jungs und Mädchen anziehen, in der Größe 74 und so ein richtig geiles Musselinteil. Das ist aber leider, gab es nur in 62, aber auch voll schön. Das wird sie freuen. So, neue Kindersitze für den Tesla oder auch für den VW Touareg, mal gucken. Aber jetzt brauchen wir nicht mehr tauschen und beide Autos haben Kindersitze. Ganz, ganz kleiner Mini-Einkauf, wir wollen ja eigentlich nichts mehr kaufen, weil wir bald gehen, aber... Beeren müssen sein und Brot und die Kinder wollten noch einen Smoothie. Und hier wird das Brot geschnitten. Ja. Yeah. Yeah. Halten, okay? Jetzt ist das Brot geschnitten. Genau. Jetzt macht man die Tüte unter dieses Teil, ja. Siehst du das? Und dann ziehst du es drüber und dann kannst du dir nämlich das Brot so reinschieben. Mhm. Na, dann ist es drin. Zack. Okay, ich kann die Vlogkamera ausmachen. Ja. So, das hatte ich euch schon gezeigt. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe noch so Sandalen mitgenommen für Sardinien. Solche Einlagen rein, solche Geleinlagen, dass sie nicht so schnell kaputt gehen und dreckig werden. Und hier noch solche Füßlinge. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind schon wach, ungefähr eine Stunde. Es hat wirklich die ganze Nacht durchgeregnet und nicht nur ein bisschen wie jetzt, sondern richtig heftig, war richtig laut und wir beide haben fast
also sehr schlecht geschlafen haben wir auf jeden Fall. Alles ist nass da draußen, Pfützen überall. Aber Gott sei Dank haben wir so Kiesboden hier, deswegen das ist okay. Wir frühstücken jetzt. Ganz einfach. Eier, Butter, Brot, Kaffee. Da ist André, da ist die Mia. Und dann, wir haben heute ein bisschen weniger als 400 Kilometer zum Fahren. Und wir müssen dort sein, 2 Stunden, 3 Stunden vor der Fähre. Wir werden dort fast 100% früher sein. Deswegen, wir machen langsam. Wir versuchen so gegen 11 hier loszufahren. Dann wahrscheinlich machen wir dann unterwegs noch eine Pause. Ganz viele haben geschrieben, der Jana, dass ich muss vorher mit mir gut laufen. Das werden wir versuchen zu machen und nicht im Hafen, weil dort gibt es logischerweise wahrscheinlich keinen Platz, sondern wir machen einen Stopp, essen was und dann spazieren gut wie möglich mit mir. Das ist unser Plan. Bleibt dabei. Meine Lieben, es ist wirklich krasses Wetter. Schaut mal. Richtig krass. Da ist André. Wir waren gerade im Waschhaus. Einfach regnet nonstop. Und ich muss jetzt mit mir los, kurz, dass ich Pipi machen kann. Und dann werden wir so langsam alles packen und starten. Unsere zweite Reise, unsere, wie heißt's? Zweiter Tag unserer Reise. Ja. Hört ihr das? Und heute wirklich die ganze Nacht so und sogar stärker. Ich habe gedacht, es hagelt oder so. So war richtig laut. Naja, was kann man machen? Hoffentlich heute auf der Fähre, auf dem Schiff, wird es besser. Ja. Oder schlechter. Oh, mal schauen. Mia, bist du bereit? Sonnige Italien entdecken. Los geht's. Mia, wir müssen aufpassen, damit wir uns nicht verbrennen auf diese Sonne. Oh mein Gott. Aber der Campingplatz ist schon schön. Also groß, sehr grün. Ich war gerade da oben. Da gibt es Sportplatz, Spielplatz. Waschhäuser sind auch sauber. Da vorne gerade. Ja, ist schon cool. Aber halt das Wetter hier irgendwie. Mir ist komplett nass. Ich bin auch komplett nass. Wirklich 5 Minuten. Komplett nass. Bisschen nass. Ja. Ja. Also, Regen wird nicht besser. Wir machen so ein bisschen höher. Deswegen draußen jetzt lieber nicht, nach draußen jetzt lieber nicht gehen. Ich mache jetzt ein bisschen die Küche und dann alles, was möglich drinnen. Und dann irgendwann muss ich nach draußen. Ich muss mit Wasser, Strom und Starlink mich beschäftigen, alles zusammenpacken. Das ist ja nicht lang. Und dann hoffentlich wird Regen nicht vielleicht aufhören, aber mindestens ein bisschen weniger sein.
ihr das? Fast aufgehört, das Regen. Ich gehe jetzt schnell Stalling holen und André wird mich dann filmen. Ihr Lieben, Regen hat aufgehört. Wuhu! Ein Wunder. Wir sind hier fast fertig. Alles ist schon gepackt. Fast. Und ich glaube, wir fahren jetzt los langsam. André ist draußen, der ist schon aufgehört. Der hat mit der Drohne, der ist mit der Drohne geflogen. Nee, ist ganz nass. Ja, kein Regen. Wuhu! Wir haben gestern noch gefilmt, wie wir hier hingefahren sind oder reingefahren sind. Da müssten wir abhängen, weil da ist ziemlich eng. Deswegen jetzt werden wir, ich glaube, André wird mit dem Auto so fahren und ich dann mit dem Mover ohne das Auto auch so ihm hinterher. Und dann werden wir da vorne alles ankoppeln. Und ja, das war's. Dann fahren wir nach Livorno. Livorno, ragazzi. Ja. Es ist 10.33 Uhr jetzt. Ich glaube, so gegen 11 fahren wir dann los. Und dann machen wir eine Pause, eine längere Pause. Irgendwo unterwegs nach ein paar Stunden. Wir essen was, spazieren mit mir. Und dann fahren wir schon zum Hafen. Und dann schauen wir dort mal, wie es läuft. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. So, wir sind startklar. Wir sind raus aus dem Gate, wo wir gestern ein bisschen Probleme gehabt haben. Wir fahren los. Wir sind an der Tankstelle und irgendwie sind wir falsch gefahren. Da war klarer Zeichen, also Schild für Camping. Ich habe gedacht, um zu tanken, und das ist, hier kann man nicht tanken, nur LKWs. Deswegen, wir lassen jetzt den Wohnwagen hier, fahren mit dem Auto schnell zum Tanken, kommen wieder sofort hierher, abhängen, anhängen. Aber ist nicht schlimm. Zeit haben wir genug, deswegen ja, kein Problem. Wir haben gegessen, ein bisschen Pause gemacht, getankt, und jetzt mit mir
gelaufen, nicht viel, aber... Und jetzt fahren wir los weiter. Die SD-Karte war voll. Was ich gesagt habe, genau. Wir haben noch 2-2,5 Stunden bis Livorno. Deswegen, ja, wir starten jetzt langsam los. Ohne Stress, langsam. Und dann, ja, schauen wir mal, wo wir parken können in Livorno, so am Hafen. Oder wir stehen sofort in der Linie, in der Warteschlange. Wir schauen jetzt mal. Ja, Lieben, wir machen noch eine Pause. Ich bin müde. Wir sind jetzt, ich glaube, in der Toskana und es ist so ein bisschen mit so Bergestraße, nicht ganz Berge, aber trotzdem sehr kurvig und regnet viel. Bin echt müde, brauche ein bisschen Pause. Wir haben noch eine Stunde bis zum Livorno. Noch 100 Kilometer, bisschen mehr. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, klar, ja, Mann. Hasta la mañana, mañana, mañana. Puh. Ich muss jetzt, es ist so dunkel heute, deswegen muss ich das Licht anmachen. Jetzt ist es ein bisschen gelb. Ich muss noch einiges an Bestellungen machen, Kunden, Dinge abarbeiten. Da habe ich mich jetzt gerade rangemacht, kriege schon wieder Kopfweh. Zu lang am Computer. Jetzt werde ich ein bisschen HelloFresh kochen. Ich habe es fast geschafft. Ich habe noch Pastataschen mit Pilzfüllung, falls ihr das nicht wisst. Ich habe aus Versehen vergessen, die Boxen abzubestellen. Und während wir unterwegs waren, kamen Boxen und Boxen und Boxen. Und irgendwann hatte ich so 16 Gerichte hier und habe gedacht, ich drehe durch. Habe dann HelloFresh gekündigt, weil das mit dem Pausieren vergesse ich immer. Und wenn wir jetzt... Ich weiß nicht, wie lange wir in Sardinien sind, musste ich das jetzt halt kündigen. Und jetzt habe ich es fast geschafft, alles zu kochen. Nee, noch nicht ganz. Wir haben noch Pastataschen mit Pilzfüllung. Wir haben noch rauchiges Süßkartoffel-Chili mit Babyspinat. Wir haben noch einen Linsenauflauf. Und wir haben noch sommerliche Spaghetti und Mandelziegenkäse auf Linsensalat. 1, 2, 3, 4, 5 Gerichte. Ja, ich muss jetzt einfach jeden Tag 2 kochen. Dann kriegen wir es hin. Und wir waren noch im Supermarkt. Eigentlich haben wir gesagt, wir kaufen gar nichts mehr. Die Kühlschränke müssen leer werden, aber die Kinder wollten Beeren. Ich zeige es euch kurz. Ich musste das Licht jetzt doch wieder ausmachen. Es war zu gelb. Die Kinder wollten Erdbeeren und Himbeeren. Das haben wir frisch gekauft. Die wasche ich jetzt gleich und schneide sie in klein. Lianchen wollte diese Quetschis, diese Almigurt Erdbeerjoghurt Quetschis. Dann habe ich Tortilla-Wraps mitgenommen, weil, passt auf, dieses rauchige Süßkartoffel-Chili, das ist so ein bisschen... Ja, wie ein Eintopf oder eine Suppe. Und bei einem anderen HelloFresh-Gericht waren diese Wrap-Cracker dabei. Und die sind so genial. Ihr nehmt einfach Wraps, macht Olivenöl drüber, Salz und Pfeffer. Und dann backt ihr das für ein paar Minuten im Ofen. Und dann habt ihr so richtig geile Tortilla-Wraps-Chips. Und die sind salzig und die kann man dann so in den Eintopf oder in die Suppe dunken. Wenn ich nachher dran denke, nehme ich euch mit. Richtig lecker. Und dann habe ich noch Toastbrot und Brot gekauft, weil wir haben noch Käse, wir haben noch süßen Aufstrich, wir haben noch Avocado. Genau, einfach für die nächsten Tage noch ein bisschen Brot. Und ansonsten müssen wir aber alles, was hier noch so rumsteht und im Kühlschrank ist, verwenden. So, ein HelloFresh-Gericht ist fertig. Das sind die... Pilz-Tortellini. Allerdings waren die Pilze schon schlecht, weil ich ja die Boxen schon eine Weile hier stehen habe. Deswegen ist es jetzt nur eine Sahne-Käsesoße geworden. Aber ich bin eh nicht so der Riesen-Pilz-Fan. Und jetzt gehe ich gleich noch an Gericht Nummer 2. Dann brauche ich nämlich heute Abend nicht nochmal anfangen. Okay, kurzer Change of Plans. Ich mache doch kein Chili-Risotto. Wie hieß das? Chili-Süßkartoffel-Dings da? Das machst du doch nicht. Ich wollte eigentlich das zweite Gericht für heute Abend kochen. Aber eigentlich wollten die Kids zur Oma, die braucht jetzt aber länger in der Stadt. Deswegen schnappe ich jetzt doch erst die Kids, weil sonst wird es mir, glaube ich, zu spät. Wir müssen für André eine Brille abholen. Also unseren André. Für unseren Papa, genau, eine Brille abholen. Und Mama, wir müssen schnell in den DM. Was wollte ich im DM? Wir noch spielen. Ah,
Regenjacke, wenn sie eine haben. Im Taco, wo wir heute Morgen waren, gab es nämlich keine. Für dich, genau. So, ihr Lieben, wann habe ich das letzte Mal gevloggt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jetzt waren ein paar Stunden der Cousin von Liana und Ben hier und Oma und Opa. Die haben ein bisschen gespielt. Jetzt ist Ben eingeschlafen. Lianchen macht jetzt gerade ein bisschen iPad, aber jetzt ist gerade ein Paket angekommen. Wir haben nämlich gemeinsam, Liana und ich, einen Rucksack und so ein... Eigentlich ist es so ein Beutel für den Bauch, aber die zieht man ja jetzt so schräg, so cool hier an, haben wir bestellt für das Flugzeug. Ich möchte nur einen Rucksack und diesen Beutel dabei haben, weil ich zwei Hände frei haben möchte für die Kids und die Vlogkamera. Und der ist jetzt angekommen und deswegen packen wir den jetzt mal aus. Jetzt versuch ganz ruhig zu halten. Wir machen jetzt auf. Liana möchte vloggen, aber halt ganz ruhig. Okay. Ich pack aus. Da ist die. Jetzt bin ich gespannt. Halt mal die Kamera ein bisschen weiter weg. Warte. Ich pack aus. Okay, Mama übernimmt die Kamera, Liana packt aus. Wir haben lang wegen der Farbe hin und her überlegt, aber Rosé war irgendwie am schönsten. Tasche. Also das ist fast so eine Hautfarbe, ne? Das ist gar nicht so arg rosa. Oh, mega, da vorne ist eine Tasche drin. Da. Von Johnny Urban. Urban. Genau, da macht man so. Und dann ist oben ein Reißverschluss, da hat man nämlich ein ganz tiefes Fach. Und viel, viel Platz. Und genau passend dazu ist was drin, ne? Nein. Nee. Da ist sowas. Guck. Ah. Ah, das ist für den Laptop. Ja. Genau. Da kann man hinten den Laptop reinmachen. Das ist super, weil den nehme ich ja auch mit. Ja. Dann kommt diese Tasche dazu. Die packen wir jetzt mal aus und zeigen sie euch gleich. Schau mal, das finde ich auch cool. Da ist ein Reißverschluss hinten. Also wenn ich das an mir habe, kann man hier noch irgendwie was... Oh, das ist die Haupttasche. Nee, das ist hinten, ne? Ja, genau. Und da vorne mache ich dann die Pässe rein und die Flugtickets und Handy habe ich eigentlich an mir hängen. Da habe ich ja so eine Handykette. Aber hier mache ich alles Wichtige rein, auf jeden Fall. Ben ist, glaube ich, wach. Irgendwas redet im Babyfon. Schaut mal. Das ist dann diese Tasche, ne? Und was ist das? Und dann mache ich hier, ich muss sie noch ein bisschen größer machen, glaube ich. Aber was ist das? Dann mache ich hier den Pass rein und... Ja, ich glaube, ich finde es ganz gut. Es ist nicht so groß, wie ich gedacht habe, also der Rucksack vor allem. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Aber ja, ich will ja auch nicht viel mitschleppen, ne? Wir nehmen vielleicht einmal Wechselkleider mit und dann noch so ein paar Snacks und Sachen für den Flug. Und die iPads habt ihr sowieso in der Hand, oder? Mal gucken. Ich packe mal den Rucksack. Schaut mal, ich bin gerade ein bisschen am Facetimen mit André und André. Die stehen nämlich gerade vor der Fähre. Die Fähre ist jetzt schon da. Aber sie müssen noch fast eine Stunde oder so warten, bis es losgeht. Oh, schau mal. Seid ihr ans andere Ufer gewechselt? Liebt ihr euch jetzt? Ja. Also ich garantiere euch, André hat es entspannter mit André als mit Jana, Liana und Ben. 120.000% Tja, Schatz. Oh Gott, André ist total müde. Hat nicht viel geschlafen heute Nacht. Aber das seht ihr ja alles im Vlog. Ihr habt ja alles mitgekriegt. Das wollte ich dich auch noch fragen. Wie machen wir das denn im Vlog schneiden? Erst, wenn ich in Sardinien bin. Internet. Wenn du dann in Sardinien bist, schicke ich dir meine Sachen, oder was? Oder du mir deine? Ja. Okay. Also meldet euch, wenn ihr in der Kabine seid. Ich will die Kabine sehen, okay? Ja, klar. Das siehst du im Vlog dann. Nein, ich will das heute sehen. So einer. 7. Mai. 7. Mai. Ich komme am 6. Vorher haben wir Termine. Alles klar, Kollege. Oh,
Ihr Lieben, wir sind da. Wir haben schon unsere Kabine gekriegt. Und jetzt warten wir. Es ist 18.26 Uhr und unsere Fähre startet um 22.30 Uhr. Das heißt, aber vor 2 Stunden wahrscheinlich gehen wir dann rein. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier noch 4 Stunden bleiben oder so oder 2. Wir schauen mal. Wir gehen jetzt ganz kurz Pipi machen und ein bisschen rumschauen. Und falls ihr euch fragt, was für ein Wetter gibt es momentan in Livorno? Es regnet schon wieder! Ist da unser Schiff? Unser Schiff ist da. Schaut mal. Boah, der ist schon groß. Ihr Lieben, es ist 21 Uhr und wir stehen immer noch. So sieht es aus. Und hier haben wir gesehen, auf der rechten Seite waren jetzt die riesengroßen Container, die sind dann irgendwie reingefahren. Die normale Autos stehen. Und wie ich verstanden habe, oder jemand hat mir das gesagt, Jana, oder ich weiß nicht mehr wer, erst gehen die normale Autos, also PKWs, dann die größeren PKWs und dann die mit den Anhängern. Deswegen, es wird dauern, wahrscheinlich. Aber ja, wir können nichts ändern. André ist da. Juhu. Mia ist auch da, aber sie liegt. Ja. Es geht los, endlich mal. Сюда смотри, ты смотри, здесь отлично. Thank you.
sind schon im Zimmer. Mia hat es geschafft, sie musste keinen Maulkorb anziehen. Es flackert ein bisschen, ich sehe das. Hier auch, oh Mann. Also, reinfahren war ein bisschen stressig. Die schreien halt, wei, 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 schneller, 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 wei, 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 wei. War okay, ein bisschen stressig. Gott sei Dank war André dabei, der konnte alles filmen. Alleine hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Zu viel Stress. Und auch Mia musste keinen Maulkorb anziehen. Sie haben gar nichts, also ihr Pass haben die auch nicht gebraucht. Ja, das war eigentlich ganz okay. Das Zimmer habt ihr auch schon mal gesehen. Also, das ist nichts Spektakuläres, es flackert, Entschuldigung. Vier Betten. 1, 2, 3, 4. Dusche. Klo. Spiegel. Ja, ganz normal. Kuschelig, klein, aber für eine Nacht mehr als genug. Jetzt gehen wir suchen, wo wir essen können, weil wir haben fast den ganzen Tag seit Mittag nichts gegessen. Und es ist schon fast 22 Uhr, glaube ich. Ja, wir gehen jetzt suchen, wo wir essen können, vielleicht was trinken und dann ab ins Bett. Und morgen um 7.30 Uhr sind wir schon da. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich um 6 Uhr aufstehen. Das wird ein Spaß. Ich versuche jetzt noch was zu filmen und sage jetzt schon mal Tschüss und bis morgen. Wir sehen uns auf Sardinien. Hupu. Schwindelig. Jetzt gehen wir zum Deck.